Nach links. Nach links raus, Jungs. Nach links. Into ranks, fall in. Rechts, Jungs. Two ranks, fall in. Der den Korpel. Einmal kurz ein Test, ob hörbar. Hörbar. Ich hörbar. Yep. Ja, hörbar. Oh, die anderen Knarre fand ich aber cooler. Ja, es sind ein paar Shortcuts gelegt, aber es sind bloß meistens Marschbefehle und Bajonett. Ja, immerhin besser als gar nichts. Hast du das Into Line auch? Negativ. Nur Bajonett, Marschbefehle und Exekution. Halt das Wichtigste. Haben wir einen Plan? Herr Captain? Ja. Wir gehen ins Haus. Das ist erstmal der Plan. Uff. Ja. Was? Lost? Puh, hier, du warst das. Ja. Exekution hatten wir schon lange nicht mehr. Rest. Das kann sein. Nee, das kann nicht nur sein, das ist so. So, benehm dich und dann. Natürlich, ich Minuten. Bart. Bist du beim Rasieren irgendwie ausgerutscht oder? Okay, ich geh nach Hause, Chess. Der Captain hat einfach nur. Wahrscheinlich in die Kramschkiste seiner Großmutter gegriffen. Muggel und Vargas sind Zwillinge? Ja, und sie ist wie der Captain, nur in Neutronen-Uniform. Genauso wie René und... Hast du gerade unseren Captain Alt genannt? Nein, der Captain ist der Captain, nur halt in Neutronen-Uniform. Mach mal A. Und dann gehört klebt beim zweiten Mann. Malles Bart ist sehr deutsch, möchte ich mal sagen. Also, so, ne, nicht... Aber einfach so, wow. Aber ich weiß, wir haben alle denselben Schneider. Scheint so. Und lass halt den fliegenden Teppich bloß gut fest, ja. Alle haben zu große Hosen. So. Wieso? Tobi wird mich über den Haufen schießen. Dann werde ich ihn über den Haufen schießen. Wenigstens haben wir Schuhe. Und zu große Hosen, wir können Rapid klauen. Das stimmt wohl. Ich hab vergessen, Ausdauertraining zu machen. Und wenn ihr im Nahkampf, wenn ihr im Nahkampf headbangt, dann könnt ihr den diesen Bommel ins Auto bauen. Der Morgenstern. Oh, wir werden uns im Haus verstecken, das wird lustig. So, jawohl, ja. Ich wiederhole es. Dann dauert es noch 2 Minuten bis zum Start. Der Captain, also ich bin der einzige NCO hier, wenn also, wir beide sterben, dann muss einer von euch übernehmen. Ich bestimme gerade mal Befehlskette hier, Alpix, ja? Ah, ich, okay. Ossi? Lost? Fuck. Und dann Margo. Nee. Und doch, Margo und dann René. So. Ah, verstanden. Das muss erstmal reichen. Ja, Waffe runter. Jo, probier's. Lost schreit schon rum, wenn alle draufgehen. Schulter. Ja, ich denk. Schulter. Und wenn meine W-Taste weniger klemmen würde, dann könnte ich auch vernünftig dosiert geradeaus laufen. Ausrede. Das hatte ich eben auch schon. Mehrfach im Drehcamp. Ausrede. Ist aber vielleicht bei Eurotrucks mir leider ganz entspannt. Da kannst du auch einen Tempomat reinhauen. Einfach Vollgas. Festschrauben. Mit 110 km/h einfach durch die Stadt. Eine Minute fünf noch. Ja. Ihr Freaks. Musik haben wir gar nicht, ja? Doch, Mugel hat ein bisschen, sagt er. Könntet ihr nämlich so, Exekutionssound. Was? Wo willst du hin? Wir können ja Marsch mit Gesang machen. Kurz ausladen. Aber das Exekution kannst du beim Charge machen nachher. Muggel hatte den okay. Fischer und hinter Hansi hinter. Leute, nach der Runde müsste ich dann aufgehen, wenn das okay ist. Was ist das denn? Bahn frei! Bahn frei! Die Autobahn ist zu. Jetzt müsst ihr auch brüllen wie 30. Wer ist 30? Ihr kriegt 30 Sekunden noch, Captain. Wie? Achso, vom Alter oder von der Zahl? Von der Kampfkraft. Ja, also Zahl. Hm. Ich bin ein bisschen demoralisiert, weil die Einheit gesplittet ist. 20 Sekunden. 30! Das sind alles Verräter, die drüben sind. Ich kann nicht auf deswegen eigene schießen. Deswegen hab ich mich nicht gemeldet, siehst du, sonst ich hoffe, ihr habt eure Platzpatronen geladen. Nach dem echten Schuss müsst ihr sofort weiterschießen. Aber seid froh, ihr habt immer noch mich. Hussa! Mit deinen Platzpatronen. Forward! March! Oh boy, das wird witzig. Ach du Scheiße, es ist die Map. Oh Gott, jetzt erinnere ich mich. Gar keine Trommel, Muggel! Duff, 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 duff.
Tadam. Quiet and ranked. Oh Mann, wir müssen unsere eigenen Kameraden in Grau erschießen. Die sich grau anziehen mussten. Wer ist denn der? Da ist die Musik von einer anderen Kompanie. Von der 52er. Willkommen bei. Over the fence, Beifalls left. Over the fence, Beifalls left. March! Da hinten ist eine Fahne. Arms. Doppelpunkt. Okay. Feind auf Nordfest. Ich will nicht auf der rechten Seite sein. Geh nach links. Ja, lass Gebiss festhalten, hab ich vorhin schon gedacht. Schießen nicht. Das sind unsere, die schießen nicht. Darauf verlasse ich mich. So Jungs, wir gehen gleich ins obere Stockwerk. Zwei Mann, ein Fenster. Oberes Stockwerk, zwei Mann, ein Fenster. Dann denken zwei Kugeln laden. Müssen 30 Mann sein. Nacheinander durch die Tür und nach oben. Nicht drängeln. Ist genug Platz für alle. Klopapier ist drinne genug. Für alle. Weiterlaufen. Weiterlaufen. Nicht schüchtern sein, Malle. Wer anhält, desertiert. So bei mir waren gerade zwei. Drängeln! Der Hundescheiße. Oben zwei Mann, ein Fenster. Hey, grüß dich. Das war laut. Ein bisschen eng hier. Oh, der Stuhl weg hier. Jetzt weiß ich nicht mal, wer mein Vordermann ist. Da rechts ist noch eine Tür, Jungs. Das ist mein Schlafzimmer hier. Buckel, da brauchst du nicht hin. Mein Schlafzimmer. Raus! Captain, fahrt zu, wer ins Fenster. Links vom roten Backstein aus. Ja. Willkommen in mein Schlafzimmer. Mein Real-Life-Schlafzimmer. Kleine Nähstube hier. Meine Freizeit nähe ich viel. Kleine Lampe. Ein Kerzenhalter, glaube ich, ist. Oder ist allgemeine Kerze. Keine Ahnung. Wir planen, was damals so war. Mein Nachttisch. Relativ groß. Heute kriegt's ja nur die Hälfte irgendwie. Für 300-fachen Preis oder so. Oh, die Fahne liegt. Captain, hier rechts kann man gut. Kleinen Minischrank mit und eine Truhe kann ich leider nicht öffnen. Kann ich euch nicht zeigen, was drin ist? Nix. Captain? Ja? Es sind Schüsse durch die Wände gekommen, die hätten mich fast getroffen. Stell dich mal nicht so an. Take aim. Take aim. Ich hab Angst. Oh, genau ins Gesicht. Beinahe hab ich das Blut spritzen sehen. Dann war das mit Tobi. Gott. Das war nicht Tobi, das war in der Linie. Verdammt. Das Gute ist, wir verwirren sie. Sie können kein Fenster genau ausmachen. Was bestehen die Wände? Halb hochziehen. Guckt ihr immer nur Federn? Wir schießen auf die Fenster. Take aim. Ihr könnt durch den Zaun durchschießen. Halb hoch, Jungs, die hocken. Wir sind dann 45 Leute insgesamt. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr was getan. Davon sind ca. 30 52er. Nee. 8, 10, 12, 14, 15. Wir können kein Fenster präzise ausmachen, wo. Komm in mein Schlafzimmer. So, ach, da kann keiner weiter in sein Schlafzimmer. Ja, ich bin gerade der Einzige gewesen, den sie getroffen haben. Super. Ja, du bist gleich hier. Du kannst gleich wieder ans Fenster gehen und nachladen. Take aim. Da ist die Tür. Halb hoch, Jungs. Nope. Feuer. Reload. Dass die Schüsse durch die Wände gehen, ey. Ey, ich hab sogar ein Bild von. Plus. Wasserfall. Ey. Diese kacken Möbel hier. Mag die Tapete irgendwie nicht. Was ich auch nicht aus dem stellen kann, oder? Das ist mein Schlafzimmer, ich hab nicht mal ein Kissen. Wow. Fire. Eine Decke hab ich immerhin. Reload. Nicht? Auch ein bisschen schnell. Das ist auch eine schöne Aussicht, auch wenn das Glas, glaube ich, kaputt ist. Nee, doch nicht. Soll ich dir nicht mal mein Fernglas hier auf die Waffe legen? Das ist vielleicht besser sehen. Wir können zum Bauernhof, beziehungsweise zum Stall oder. Im dritten Stock? Nein. Da kommst du nicht hoch. Sonst kann hier noch einer herkommen, hier ist noch ein Fenster. Haben wir eine schöne Farm wahrscheinlich. Peter, hast du Platz oder soll ich noch weiter Platz machen? Bestimmt jemand. Eine dezent große Farm. Okay. Ah!
Klinik. Ah, Fahne, Fahne! Einer an die Fahne. Mann, Paolo holt schon. Scheiß Papierwand. Ich sehe gerade, dass ich meinen Counter gar nicht anhabe. Ups, sorry. Ein Fehler. Ich geh mal kurz. Oh Mann. Scheiß Pappmaschee-Wände. Und die soll mich nicht so haben. Ja, genau. Scheiß die Wand an. Na egal. Bisschen Action. Ein bisschen Peng-Peng machen. Paule, Pappmaschee-Wände aufpassen, bitte. Danke. Das ist der 52. aus nordwestlich der zweite Zaun unser Fallgegner steht. Okay, die Fahne ist erstmal ins Erdgeschoss gefallen. Feind hat verschoben, kein Sichtkontakt. Okay, kein Sichtkontakt mehr. Ceasefire. Ceasefire. Als Fahne kannst du nichts machen. Herr Captain. Darf ich mich hier reinkuscheln? Arne? So sah ich das nicht hier. Danke. Wo lang hat der Feind verschoben? Ich sehe nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, aber ich. Schieß immer noch auf uns. Seht ihr Feinde im Norden? Da sind zwischen zwei Häusern. Schießt ihr auch aus dem Gebäude? Ich sehe nichts. Kann ich nicht sagen. Moogle, Vago, Cat, Karl, seht ihr die zwischen den zwei Gebäuden da oben? Auf dem Negativ. Da sind Bäume im Weg. Na, großartig. Da ist niemand. Ich sehe es halt, das ist das Problem. Na, guck mal, siehst du die da zwischen den beiden Häusern? Genau. Ja, die Mann auf jeden Fall. Fall ist nah dran. Ja, quasi genau Richtung Norden. Die verschieben jetzt vor und ins. Ah, da laufen welche, ja, zwischen den Häusern. Zwischen dem Schuppen. Ja, die sind jetzt hinter dem Haus. Ich würde sagen, warten, bis der Captain da ist. Ich würde erstmal sagen, warten, bis der Captain da ist. Das ist meine Badewanne. Ohne Abfluss, ohne Hahn, ohne alles. Also, die müssen irgendwann rüber und. Also, ich hätte freies Schussfeld auf so welche, die hier dazwischen stehen. Wenn ihr freies Schussfeld habt, dann Independent Fire. Bei freies Schussfeld, Independent Fire. Habt ihr verschiedene? Wir sehen die beiden im linken Haus, oder? Backsteinhaus, ja, und jetzt wieder links. Links, ja, vorne. Vorne. Das ist nur vorne. Die Fahne ist da. Er hat die Badewanne getroffen. Nur verarschen. Jetzt kommt die Fahne wieder. Okay. Ist schon neu. Nee. Ja, die wollen. Du siehst denn was, Arne? Ein bisschen weiter links vom Backsteinhaus. Da ist die Fahne lang gerannt. Da, wo der. Ah. Ja, komm ich nicht hin. Ist ein bisschen im Weg, aber passt. Zu schwer, ein bisschen eng. Noch rechts und dann kannst du dich hinter mir halb stehen. Ja, ja. Ein, zwei, okay, Mann, perfekt. Kannst wieder in deine Nummer. Ja, wenn ihr freies Schussfeld habt, dann Independent Fire. Ansonsten lasst nicht sinnlos draufholzen. Nur bei freies Schussfeld schießen. Los, siehst du die noch? Nee, ich seh nix. Was ist denn der Captain? Schön. Wünsche ich hätte ein Fernglas. Ich hab nur den Tür gehört. Wo steht denn unsere Fahne? Ach, da steht unsere Fahne. Im Schlafzimmer. Hallo, Paolo, geht's? Oh Gott. Hi. Ich mach den Boden. Oh Gott. Darfst du dann wieder sauber machen, das weißt du, das ist mein Haus. Ja, ist kein Problem. Wir haben 100% im Backsteinhaus da hinten besetzt. Ja, natürlich, die sitzen 100% pro hinter oder im Backsteinhaus. Ja. Aber da siehst du mal, dass ich nicht faul rumstehe, ja. Das ist richtig. Wenn du raus willst, musst du Bescheid sagen, Arne. Okay, lass mich die Tür. Nee, alles gut, ich versuche nur ein bisschen was zu sehen. So ein bisschen links, ein bisschen rechts. Paolo, wenn du da fertig bist, meine Wohnung wäre auch noch möglich. Das willst du nicht, glaube ich.
Geh kurz unten gucken. Sind die Runde wieder recht wollen gehen unten? Ja. So ein scheiß Hauser, Häuserkampf. Ja, das ist Schwasse. Das heißt, die sehen was, die haben zu viele Bälle. Fahne. Oh, siehst du? Ja. Ceasefire. Ceasefire. Aufstellung nehmen. Nach unten, hinterm Haus. Nach unten. Vorne Feind Aufstellung aus Nordwesten an. Welche Richtung? Also. So, wo Captain. Waren die, auf die eben geschossen hat? Die sind zurückgerannt, Captain. Wahrscheinlich ins Backsteinhaus und einer haben wir noch. Ein Nordwesten, der Rücken sind, Nordwest ich, an. Gut, wir bewegen auf die linke Flanke, ja. Eine Linie mit Fahne ist nach links gegangen, Richtung Nordwesten, hinterm weißen Zaun. 20 einmal raus. Links vom Backstein. Ja, geht mal raus, das mal raus. Sind wir vorbei, draußen formieren die Kolonne. Oh ja, das, die sind da. Kolonne formieren. In two ranks, fall in. Two ranks, fall in. Beim Corporal. Die sind jetzt Nordwesten, die kommen näher. Wir haben von hier Sichtkontakt. Sichtkontakt? Ja, ich hab Sichtkontakt. Zum Teufel sind die? Nur oh Leute, zurück! Zurück! Auf eine Links aufbauen. Auf die Links von dem Captain. Ich geh kurz melden. Alle auf die Links von mir. Von dem Corporal. Und ein Righteous. Buffalo einmal links anstellen. Passt da besser hin. Assi, Bayonett. Fix Bayonett. Fix Bayonett. Jetzt wir gehen jetzt mit ganz rechte Flanke, wir gehen nach unten erstmal. Right face, prepare to right face. Right face. Unmöglich. At the double quick, bypass right. At March. The double bypass right. Double bypass right. Lücken klein halten. Sprinten aufholen. Jo, wir gehen mal in den Kopf. Take good Kameras. Im Rearing auf Lücke gehen. Ebenso. Das wir jetzt mal vergessen. Denk dran, nicht zu überholen. Ah, ja, okay. Wir haben auch eine durch den weißen Zaun hinter dem weißen Schiff. Run! Voraus! Direkt voraus! Ich hab sie, ich hab sie! Geht weiter, geht weiter! Skirmishing! Ihr dürft gerade mal. Skirmishing! Skirmishing! Independent Fire! Also geht Schiff vor zum Schießen, kommt wieder zurück zum Laden! Vor zum Schießen! Vor zum Schießen und wieder runter zum Laden! Nicht alle auf einmal. An die, die gespawnt sind, Skirmishing Formation. Derzeit der Befehl. Der wurde von, hinten. Von links. Von links, glaube ich. Nee, jetzt von hinten. Okay. Halte mich zurück. An die, die gespawnt sind, was? Skirmishing Formation. Verstanden. Spawn, sofort hinknien, bei Feindlinie ja. Links! Feindlinie links! West! Gut. West! Die schießen auf uns! Wir haben gerade geschossen davor. Aber die treffen nichts. Ja. Kommt Jungs, so, wo die gezielte Schüsse. Na, links schießen oder geradeaus? Such dir was aus! Die geradeaus hat gerade geschossen, die laden nach. Dürften fertig take sein. Take your targets, boys! Ah, Fahne! Einer an die Fahne, Jungs! Einer an die Fahne. Ja, von zwei Seiten, das ist halt schwer. Keine Ahnung, wie man sich da bewegen soll, so richtig. Ich hätte irgendwie fast große Lust, noch weiter nach links zu gehen, aber. Die Laden.
trotzdem nicht getroffen. Nein. Oh mein Gott! Komm, Paul, immer schön in Bewegung bleiben. Auf jeden Fall. Okay, das wird ein frohes Sterben jetzt. Oh Gott. Ich will den Sprint sehen. Boah. Oh, okay. Pfui. Sag ich ja, das wird jetzt ein frohes, schöner Abend für mich. War das eine Gatling-Gun? Das war eine Salve. Von unserer und von die links? Keine Ahnung. Ich glaube, die kam. Ja, von beiden, meine ich. Mir nach. Den Captain hinterher. Captain hinterher. Oh, shit. Ich hab nicht mal ein Bajonett drauf, scheiße. Ich hab die Fahne, ich hab sie. Hab sie. Halt die Fahne, weiterlaufen, Independent Fire. Fein zu ah! Oh! Oh Gott! Die andere Fahne schießt, die andere Linie schießt in unser Rücken. Nur so. Ja. Ich will grad nochmal einen Punkt nehmen, kurzzeitig, dann können wir hier tanken. Ich bin aber jetzt schon weg, ich bin nach Hause. Wir nach, da vorne, wie zum Baum. Hinterher! Zum Baum! Oh Gott! Independent Fire! Oh, jetzt kommt sie runter! Oh Gott! Die schaut schon uns gleich weg, bestimmt! Nein! Nein, 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 nein! Und Jungs, saubere gezielte Schüsse! Nutzt den Baum so gut es geht in der Deckung erstmal! Da kommt eine Menge! Oh ja! Wir haben 52er Verstärkung, glaube ich! Ja, wir nehmen gerade die rechte Flanke. Ja, bei uns sind welche, glaube ich. Ach nee, doch nicht, nevermind, ist einer von. Jungs, Independent Fire, Jungs. Weiter. Sauber, gezielte Schüsse. Ach, warum 20 Minuten Counter Charge oder Attack? Wir sind direkt voraus, ihr könnt quasi nicht verfehlen. Ich geh mal kurz rüber, ey. Ciao, Ulf. Oh Gott, danke, dass du die Kugel genommen hast für mich. Immer wieder. Alles gut, war nur einer. Die 54 Song Request Souls. Bitter, Ulf, bitter. Die 52er sollen jetzt zurückfallen, wir verlegen, damit die weg sind. Jawohl. Saubere gezielte Schüsse, Jungs. Oh Gott, es ist anstrengend, immer hin und her zu rennen. Ich verschiebe nach rechts. Ich überlege gerade. Wir bleiben erstmal hier. Gib mal 50. Kann ich gerade schlecht. Wenn ich tot bin, ja, gerne. Ausnahmsweise mal. Nordwest. Wartet, wir warten. Weil ich gerade ein bisschen Musik brauche. Okay, ja, zurückfallen. Zurück! Wir gehen nach rechts. Hold the fence. Hold the second fence. Steine besetzen, Jungs. Steine besetzen. Skirmischen oder Linie? Independent Fire gerade. Independent Fire, Skirmish Formation. Sucht euch Deckung, laden und Deckung. Ob ich stillstehen bleiben darf? Ja. Oder werde ich gleich über den Haufen geschossen? Links von dem roten Backsteinhaus am Holzzaun. Ah, Tunak Tunak Tun. Oh mein Gott, ich kenne das Lied, glaube ich. Wenn es das ist, was ich denke. Fuck. Du stirbst natürlich erst. Ja, klar. Wir laufen zurück, Jungs, Norden. Jetzt nicht mein Bot ist broken wieder. Runde. Die haben sich im Norden aufgebaut hinter dem weißen Zaun. Independent Fire. Wir schießen auch gleich zurück.
Anscheinend ist mein Bot broken. Ich bin verspätet zum Dienst. Jo. Einmal Bajonett drauf. Ah, das ist das Lied, okay. Feind Norden, hinter dem weißen Zaun. Feind Nord, weißer Zaun. Willst du links umfassen, die Bäume nutzen als Angriffsflanke? Ne, wir bleiben hier. Hier haben wir die meiste Deckung. Und wir haben den Punkt schon erobert. Sprich, wir warten eigentlich darauf, dass sie kommen. Ja, verstanden. Ja, wir umfassen links, wenn die auf den Punkt gehen. Aber da ist noch eine Höhe. Ja, aber von der Anhöhe hast du weniger Deckung und wir haben oben nicht der Spawn und den Arm zu lassen. Skirmish-Verband, ja. Aber es lohnt nicht, wenn oben ein kompletter Kampfverband hinter den Bäumen gerade ist. Mit der Flagge oder was? Außerdem brauchst du auch maximal 5 Mann Skirmishen drauf. Oh, 4. Okay, der Captain steht auf dem Zaun. Captain, wie viele Scouts kannst du haben? 2. Darf ich vorne links und vorne nicht, wo ich nicht wegkriege? Welche Flagge ist das? Hossa! Dann musst du dir aber einen Hossa! Hä? Du musst dir einen mitnehmen, sonst darfst du nicht. Osten ist 52, ja? Osten oben ist 52. Am weißen Haus? Am weißen Haus? Und wir sind an dem großen weißen Haus an der Steinmauer. Rechts sind wir uns. Fahne! Fahne! Alle Korporal wieder da. Achso, Befehlskette wird wieder erweitert. Ja. Also ich, Roter, Rossi, Lost. Achtung, Bäder. 52 Cent. Ja, bitte. Komm ein Stück hier rüber, so ist es. Ich zitiere wörtlich, was halten Sie davon, wenn wir zur Halbzeit gleich wieder reingehen? In den Cap. Da rein zur Halbzeit. Feind verlegt. Feind verschiebt. Ja. Feind verschiebt auf die linke Flanke. Gut, dann wir müssen uns ja gleich bewegen. Jawohl, soll ich das ausrichten? Könnt's probieren. Ja. Achtung, Feind versucht die linke Flanke zu verlegen. Wir jetzt oben schon Richtung West unterwegs. Auf Jones! Alle Handy um die Steine zirkulieren. Jetzt kommt mal auf meine Links. Auf die Links des Captains. Die ballern runter aus Independent West Fire Nordwest. Independent Fire Nordwest. Wir wollen nochmal eben nachkämpfen. Nein! Einer! Ich hab so! Ah, nevermind! Fahne! Da will man. Da bricht man das Laden ab und schon wird man wieder auf mich geschossen, weil man die Fahne aufheben wollte. Oh Mann. So, bitte. Da hast du deinen Tünak-Tünak-Tünn gehabt, Ulf. Ohne, dass ich dir irgendwas geben musste. Frage ist out of line. Uff. Lukas Marley, oh Gott, ich bin auch noch hier gespawnt. Eberdorf versetzt vor uns. Warte, bis der Nebenmann geht. Ja, ist alt. Altes Lied, wenn ich ehrlich bin.
Habe ich damals auch schon gehört. Vor ein paar Jahren oder so. Oh, der war knapp. Scheiß Steam! Mann! Oh, das sind Feinde. Never mind. Unsere Leute sind da unten. Ich zitter. Gerade wenig. Shit, Alter. Never gonna give you up. Oh my god, dieses Meme. Ah, da komme ich nicht hin. Ich schließe mich mal der 52er an. Ja. Sind wir da? Ich bin gerespawnt. Alles gut. Ist einer von uns tot, weil sonst stehe ich auch. So, was hat der gerade gemacht? Was ist gerade passiert? Ja, ja. Die 20. hat gekämpft, dann sind wir kurz mit runtergegangen, haben ein bisschen unterstützt. Ja, schieß. Wir haben kurz mitgeholfen, sind jetzt wieder hochgekommen, also es läuft noch relativ gut. Ihr seht die Fahne. Okay, sehr gut, ja, dann beobachten wir müssen noch weiter. Den Cap-Ticker müssen wir auch halten, wenn es da eng wird, müssen wir wieder runtergehen. Ja, genau, das ist dann weiter bei ihm. Und wenn die zu uns kommen müssen und die hohe Position haben, dann schießen wir. Immer auf den Befehle warten. Perfekt. Nicht aim for aim fail, nicht auf den Verlauf der Befehle. Das scheint doch echt gerade sehr gut zu laufen. Na, ja, ich habe gesehen, dass man das so sagen kann. Ich bin's nicht, weil ich die Fahne trage. Der hinter ihm kriegt hier den Rang auf vorne. Ja, man kann hier noch eine Lücke. Fröhlich? Jawohl. Ayoish. Danke fürs Einschalten. Jawohl. Lass mich raus. Danke vor. Stahl. Ja. Schließe ich mal hinten an einer Linie von der 52er. Schnell, stell es hin. So, gutes Haus, weiß als Frauen. Ey! Feuer! Also, ich schnell lande an dem Zaun. Julius, kannst du nach. Genau. Boah, wer hat sich denn hier unten an dem. Ja, wo ist eigentlich unsere Fahne? Ich schieb direkt da vorne? Ne. An dem Zaun. Muss noch irgendwas am Leben sein bei der Fahne, bei dem Cap-Punkt. Tief in der Landstraße, die eingefasst ist von diesem Holzbalken. So, jetzt komme ich. Jetzt erschließe ich den Nordwest. Loaded. So. Company, rise up on your feet, boys. Vor dem roten Haus, unten, Lappenschauen, nicht den weißen, den an der Straße. Hey! Ist überhaupt noch irgendjemand da vorne am Leben? Nordwest. Wo ist eigentlich unsere Fahne? Ist die immer noch vorne, oder? Die ist immer noch vorne. Ist immer noch vorne. Na, wir kommen da nicht durch, wir sind abgeschnitten. Ja, okay. Hörst du, Ken? Ja, ja, ja. Haben wir einen Kommando? Ah, ja, okay. Entschuldigung. Scheiße. Können wir uns erstmal einreihen, wir gucken, da ist über. Der Captain ist auch hier. Jungs, der Gegner. Aber leider haben die. Ja, ich glaube, die wurden ausgerieben und unsere Flagge liegt auch im Dreck. Hab ich ihn geschlagen. Ich würde überhaupt keinen. Enki nach hinten. Buffalo nach hinten. Buffalo, wo bist du hin? Auffassen! 52. Fahne. Jawohl. Jetzt ist halt die Überlegung, ob er. Buffalo nach hinten zur Einheit. Die stehen unten am Baum an der Straße, Sir. Genau, ja. Ein Bewegung nach rechts, hinterm Baum, Fahne. 20er, Neil. Wir könnten vielleicht am 20 nochmal versuchen runterzugehen und den Camper wieder zu nehmen.
Das heißt, wir sammeln uns und dann gehen wir gemeinsam runter. Ja, genau, wir stellen uns erstmal so hin, dass wir in die Senke gehen und dass uns der Feind nicht sofort sehen kann. Und dann schaue ich hier nach dem, wie der Feind sich gerade zeigt, dass wir eventuell den Kampf auf der rechten Flanke übernehmen. Also sprich, wir werden uns etwas rechts von dem Cap-Point halten. Und wenn er eingenommen ist, würde ich mal behaupten, können wir uns dann wieder zurückfallen lassen und wie gehabt die Position erstmal halten. Die stehen dann noch im Massen, da ist sogar eine Fahne dabei, Jungs. Alles gut, dann hat was uns rechts neben dem Baum. Hier, René. Aim to the north. Der ist 10, da fehlen noch 5. Muss nachladen. Fire! Bau Fahne! Sehr schön, Rollstäuben. Mossad! Aber habt ihr die gerade weggeballert? Und hier anschließend. So Jungs, die stehen dann auf Captain Kümmer. Melden uns zurück. Ja, wir sind wieder bei voller Stärke. Ja. Können wir uns jetzt einreihen? Ja, wir schließen jetzt nochmal eine Sache. Ja, einreihen. Rote. Wir gehen gleich wieder runter, Jungs. So, kurz Info, runter. Eine Salve. Wir gehen gleich runter. Fix. Wie wär's mit deinem Excel? 52er Fahne. 50 Fahne. Fahne. Was sagen wir? An die Mauer nach rechts. An die Mauer nach rechts. An die Mauer nach rechts. Hopp, hopp. Übernehmen und runter in die Senke wieder führen. Ja. Fahne. Ja. Oh, okay, warte mal, bevor wir das machen. Nee, Fahnenträger weiter hinten aufhalten. Ja. Ich muss ist keine gute Idee, ist eine Erhöhung hinter euch. So weit wie hinten wie möglich. Das ist ja eine andere Einheit eigentlich. Ach, da. Wir können jetzt runter, die verlegen nach links. Lass runter, ja, runter, runter, runter. Was ab? Ich glaube, mein Name hört. Runter, dem Captain hinterher. Formation Blob. Formation Blob hinter den Captain her. Sind da eigentlich das 50er? Sind der 50er? Ja, nee, ist klar. Jawohl. Feind am weißen Zaun mit vorne. Runter, Neil. Runter! Hinter den Captain hinterher! Jungs, auf! Komm hinterher! Wann? Es gibt keinen 50er hier. Quiet and rings. Independent fire. Ich bin out of. Ah, ich bin immer noch. Okay. Mach die weg. Mach die weg. Ah, sorry. Fahne ist entkommen. Oh Gott, ich will die anderen zurück, 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 zurück. Ist unser Sergeant noch da? Nee. Goblin Command, zurück. Hinter den Steinen Skirmishing. Laden Independent Fire. Feind direkt voraus, West, Nordwest am weißen Zaun. Fahne, das ist die zweite Fahne. Also ist die zweite Linie, die gerade im Westen ist. West, Nordwest. Ja, wo ist die 50 Second? Steht die immer noch da unten in der Senke? Nicht sichtbar. Ja, doch, stehen noch. Eine halbe Minute. Okay, dann zurück, zurück, Ceasefire, zurück in die Senke. Ceasefire, zurück in die Senke. Over the fence. Hier runter und Neil. Neil. Und weiterladen, weil er nicht drauf geht hat. Independent Fire? Lass mich kurz gucken. Feinde West, Nordwest, hinter dem Backstein aus am weißen Zaun. Wenn ihr hoch geht, seht ihr da Independent Fire. Independent Fire? Aber nicht alle auf einmal. Nach und nach, bitte. Maximal drei Leute. Nach dem Schuss runter, knien, nachladen.
zurück. Ja, laden war nett, Independent Fire. Hoch Stand. An den Zaun und schießen und wieder zurück zum Laden. Maximal 3 Mann. Da steht eine ganze Linie. Hat eine Fahne aufgehoben, holt die Fahne weg. Unsere Fahne ist despawned. Mhm. Wenn ich sterbe, werde ich sie nehmen. Weil sie nicht schon jemand anders gemacht hat. Melde mich zurück. Sergeant Command. Aha. Nenno, ich glaub mir einen Auftritt. Es sei denn, der Sergeant sagt, dass du wieder im Command bist, Corporal. Na, dann tritt mal auf. Au! Voll ins Gesicht. Richtig schön ins Gesicht gekriegt. Agent hat die 52er die Fahne genommen. Den Punkt genommen, nicht die Fahne. Laber jetzt schon scheiße. Jetzt sind wir mehr, also wir könnten es wieder probieren. Ja, hat noch keiner gemacht. Mache ich das? Oh, nee. Sind zu viele. Das spawn ich lieber an der Main. Und sehe zu, dass ich da vielleicht wieder runterkomme. Oh, das wird ein gefährlicher Fußmarsch. Der Captain war anscheinend schon wieder da. 11 Minuten müssen wir halten. 11 Minuten haben sie Zeit, den Counter-Attack zu machen. Ah, dieser Stream wird zum Commentary, ey. Ich habe so das Gefühl, dass ich gleich über den Haufen geschossen werde wieder. Ah, laufen. Laufen, 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 laufen. Weiß. Fahne wieder da. Warten jetzt auf die. Los, du sollst dich gleich verstecken. Verstecken ist eine gute Frage, wo? Peter, Karl, nimm dir mal los, okay, da hinten. Quiet and right, enemy is incoming. Wir haben uns aufgeklärt, die Einheit ist komplett aufgeklärt. Rechte Flanke vorne war ein einzelner Läufer, wir haben uns. Dann zurück. 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 Du kommst zu mir. Arne, zurückfahren. Wohin ist die Frage? Hinter die Mauer. Okay. Wir stehen jetzt am weißen Zaun. Left face. Oh, das Wir schieben auf die andere Seite. Wir schieben auf die andere Seite. Andere Seite. Ab ins Haus, Jungs. Da drüben sind Leute. Das sind nicht unsere. Sind nicht, nee. Denk dran, einer nach dem anderen. Können auch unten besetzen, da ist wieder was auf dem Punkt. Da ist was auf dem Punkt. Feind auf den Punkt, Jungs! Feind auf den Punkt! Ihr könnt doch unten die Fenster besetzen! Los, nicht die Treppe blockieren! Nicht da, Mann. Ihr könnt auch von unten schießen! Sucht euch aus, oben, unten! Die sitzen auf dem Punkt am Zaun, Jungs! Nicht hier stehen bleiben! Hier! Ja. Und es gibt auch rechts noch ein Zimmer, ihr müsst euch nicht alle in ein Zimmer stellen, Jungs! So schnell kann Panik ausbrechen! Auf den Punkt! Drück T auf den Punkt! Alles klar. Ja. Schießt sie zusammen da unten! Cap, die stehen auf Nordwest, West am Zaun. Ja, die sind jetzt mal egal, uns interessieren die auf den Punkt, die kann den Punkt wegnehmen. Half-Life Alyx? Oh, bombastisch. Also, ich finde das Spiel geil. Auf den Punkt. Das macht Spaß, auf jeden Fall. Die Sachen zu werfen macht auch richtig Spaß. Also, es fühlt sich alles so geil an in dem Spiel. Einzige, was ich halt nicht mag, ist das Drehen. Nur so ruckartig drehen kannst. Das war meine Barrikade.
Ja, hoch. Ich sterbe. Bleib unten. Neva? Ja? Ja. Los, Neva ab hier, bevor du die Treppe hoch. Entschuldigung, die Donuts waren zu lecker. So. Genau, okay, die Frage ist jetzt, sollen wir jetzt wieder mal nach vorne gehen und dann letztendlich vorne bleiben? Das müssen wir machen, ne? Aber wir bleiben nur nach vorne auf dem Punkt stehen, wenn wir zu umgeschossen. Links steht auch der. Ja, ich sag mal so, wir sind beide mit dem Gage. Die haben ja wahrscheinlich nicht mehr so viel. Die Tür. Mein Weg, ich hätte da nicht mehr. West noch West. Ich komm mal rein, lieber. Also, wie gesagt, Alex ist ein hammergeil Spiel. Also, es lohnt sich. Die 50 Euro sind es wert. Story ist geil. Die ab und zu mal Jumpscares, gut, ist von Person zu Person anders, sind geil. Es ist einfach, es fühlt sich geil an, es sieht geil aus. Und ja, also, Hammer. Ja, das in der Tat. Du brauchst halt eine VR dafür. Ich will dich nicht unterbrechen, aber wir dürfen nicht mehr als zwei Skirmisher da haben, weil hat sich das schon erledigt. Aufklärer zu zweit. Skirmisher müssen sind zwei, drei Stück. Also sechs Mann, drei auf jeder Kompanie. Ja, ich weiß. Da siehst du die Flagge? Deine Entscheidung. Ich gehe jetzt nach vorne und schieße auf das, was mir entgegenkommt. ich bin nur in der Skirmisher. War nur eine Idee. Rechts als du rechts flankieren quasi, kamst du denn rechts durch? Einfach mal durchgelaufen. Und dann haben wir die Fresse gekriegt, als er den Chef kam. Und dann hingen wir da unten. Also die Bude, wo wir saßen, ist eigentlich relativ angenehm. Wo war ich? Also vorhin unten. Wo ich eben zu den Ja, also wie gesagt, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall, wenn du VR hättest. Das wäre Spiel Nummer 1, ganz ehrlich. Also von meinem Geschmack her ist es Spiel Nummer 1. Übrigens, wenn du die anderen Half-Life-Teile davor gespielt hast, Half-Life 1, 2, Episode 1, 2 und so weiter. Ganz ehrlich, das Spiel ist einfach top. Also Respekt an Valve, dass die ein VR-Spiel daraus gemacht haben, aus der Story. Das spielt halt alles nach diesem Half-Life 2 Teil, glaube ich, ist das da. Spielt alles danach ab. Wenn ich mich nicht irre. Alles klar. Das ist gut. Ja, also, ja, dann gehen wir mal, würde ich mal warten. Wir sind auch gleich dann runter. Jungs, ein bisschen aus an dem ersten Zaun. Die Frage ist, willst du die stürmen? Ja. Per Nahenkampf und dann wieder zurück in den Kopf, oder? Wir können ja erstmal stürmen und dann gucken wir mal. Das ist ja erstmal mehr oder weniger frei. Genau, dann nehmen wir den vorderen Zaun ein und wenn das frei ist, dann sofort den Captain einnehmen. Dann gucken wir mal, was da schnell macht. 20er hinterm Haus sammeln! 20er hinterm Haus sammeln! Sagt ihr, vielleicht ab Minus 20er hinterm Haus sammeln. Bereit seid. Ich bin der letzte Mann, alle 20 Tal bin ich. Hast du einen guten Offizier durch? Ich bin doch nur Sart. Was da? Finger weg von der Türknöpfe. Und Roter macht schön abschließen, wenn du reinkommst. Ich muss noch groß. Vergesst doch mal. Andere Blickrichtung, About Face. About Face. Laden, Bajonett! Laden, Bajonett! Also, wir gehen runter, überfahren die auf der rechten Seite, die 250 ganz zusammen hoch. Kommt, Jungs, aufrücken! Kolonne erstellen! Und dann gucken wir weiter. Laden, Bajonette, Jungs. Rechte Reihe 1 aufrücken. So. Prepare to move on. Company is ready. At the double quick forward march. At the double forward. Double quick forward march. So, wir bewegen uns jetzt. Jo, wir kommen hoffentlich weg durch. Alles klar. The Stonewall. 20er, run! 20er, run!
wir gehen gestaffelt vor. Nicht dann gibt's einen Unfall. Ist zu spät. Double Quick. Double Quick. Quick Time. Quick Time. Quick Time. Jo. Left Rear Max. Crash mal direkt rein, lehnt gleich in die rechte Flanke. Oh, Defense. Feind links. Ah, jo. Independent Fire! Independent Fire! Oh shit! Links am Holzzaun, da ist eine feindliche Linie. Richtung Südwest, Süd-Südwest. Ran an den Zaun! Ran an den Zaun! Reizt euch auf! Ran an den Zaun! Independent Fire, Reload am Zaun! Rechte Flanke im Autobahn. Rechte Flanke, Jungs. Weiter Zaun. Rechts oben, weiter Zaun. Feindkontakt. West. Richtig West. 20er mir nach. 20er, den Captain hinterher. Captain hinterher. Break, reload, follow the Captain, Gentlemen. Raus. Da hocken sie, ne? Die sind rechts von uns. Ja, die hocken da am Zaun. Die ganze Linie. Richtung Südwest-West. Quiet and rein. Vorne. So, Jungs, mir nach. Komm. Jetzt kratzt mein Hals noch mehr. Jetzt, wo der Alkohol runtergeht. Mann, wir sind 16 Mann insgesamt. Krass. Hilft nur mehr. Kann man so sagen, eigentlich. Jo, danke auf jeden Fall fürs Vorbeischauen und alles. Gute Nacht, schlaf gut. T drücken, bleib zusammen. Die Linie vorne ist direkt. Bleib da. Bleib zusammen, Jungs. Laden. Vorne direkt hinter uns. Ich glaub, die sind im Haus. Ich höre von links Stimmen. Da sind sie. Ja. Ja. Wollte ich auch kurz sagen. Oh, Jungs, wollen Sie wach? Wie sieht's aus? Wir wurden gerade leicht gecharged, konnten wir abwehren. Hinter uns keine Feindeinheit mehr und eine links von uns im Haus. Okay. Captain ist wieder zurück oder was? Rechts. Stehen links am Keller. Direkt hinter uns. Wenn noch einer mitkommt, können wir von uns drin. Denkst du, es ist die Second auf dem Punkt? Captain, Feind kommt, rennt Richtung Haus, rechts von uns. Aber ich support Neymar, Rechts. Näher an Paul dran, Jungs, und holen wir uns auf den Selbstzahn. Jungs. Ganz viele Feinde. Beine oben auf dem Backstein, die schießen uns in den Rücken. Unten am Tor und oben welche. Hey, das ist Quatsch. Die stehen oben. Genau. Die stehen direkt unten am Zaun. Ja, stehen auch welche unten. Oh, ich hab unten. Was ist denn? Hallo! Achtung! Rest zurückfallen! Doch, scheint ja. Sterbt. Sehr gut, Jungs. Nein, Tobi! Nach vorne bis seiner Porto. Ich hoffe, die Fahne ist noch zurückgegangen. Oder zurückgekommen. Es wäre natürlich fantastisch, wenn es so weit gekommen ist. Und wir haben gewonnen. Wow. Wir haben gewonnen. Schönes Ding. Bin achtmal verreckt, ey. Oh Mann.